So, Servus, grüß und Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme, neuen Folge, neuen Episode, neues irgendwas von Mega Bylas Craft. Mega Bylas Craft, Mega Bylas Pack, 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 Pack. Ich bin hier einfach nur ein bisschen am Schauen. Die ganzen Cubes hier, die traue ich mich eh nicht zu öffnen, weil ich immer Schiss habe, dass hier was passieren könnte. Und was wir jetzt als nächstes mal schauen, ist wieder in das... Wobei, gibt es hier vielleicht... da drüben muss irgendwas sein. Wenn man die so anschaut, sieht man da was... Die da. Kann es sein, dass das die sind? Hier. Ganz komisches Geschichte, ganz komische Geschichte. Gut, egal, wir gehen schlafen. Und danach schauen wir mal ins Questbook rein. Was es denn da alles so irgendwie gibt. So, Tools, da. Ja, alles auf Kaba. Kaba, Kaba, Kaba. Okay. Das auf Kaba. Okay, Reward Pack. Eigentlich interessieren mich die ganzen Reward Pack eh schon nicht mehr. Weil ich eh schon so viel habe. Okay, das gibt viel Arbeit. Zuerst einmal die Frage ist, von wo das kommt. Wahrscheinlich auch irgendwelche Mods, die das liegen lassen. Survival, Lava und Ender. Survival, Lava und Ender. Für was brauche ich ein Survival, Lava und Ender? Naja, ich weiß ja, dass ich, wie sagt man, Energie brauche. Generator. So, Survival wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Was fehlt denn? Zweimal Iron, Redstone, Furnace, Pistol fehlt sicher. Und das Eisen fehlt da auch. Ich brauche also Eisen. Nee, ich brauche ja da nein, das ist Gold. Eisen habe ich, glaube ich, in der Kiste unten gelassen. Da ist nichts. Hello Creeper, how are you? Furnace. Ein bisschen Holz in der Tasche wäre auch noch praktisch. Und dann schnell da unten noch das Iron holen. Wie viel FPS haben wir denn hier eigentlich? Wo habe ich das Eisen? Eisen, Eisen. Das habe ich doch hier reingelegt. Ah, hier. 22. Kaba. Super Kohle. Super Iron Ore. Jetzt muss ich wieder schauen, wie das Ganze funktioniert hat mit den ganzen Super Ores. Ich glaube, da kommt man aus einem relativ viel raus. Was kann man aus dem... Super, und wie funktioniert das? Super Iron Ore? Ah, da, Smelting, 8. Da bekommt man 8 Eisen raus. Chancement, hey... 8 Stück. Wisst ihr was? Ich brate mir mal das ganze Eisen durch, was ich habe. Ich habe eh irgendwo noch Kohle. Was macht man eigentlich mit der Kohle? Die brennt man auch und danach bekommt man 12 Stück. Da haben wir Kohle. So, einmal die Hälfte und einmal die andere Hälfte. Und eigentlich könnte ich Furnace, hier habe ich ja 2,
Dann stelle ich eine hier hin und eine hier hin. Das rein und da haben wir mal 8 Stück rein. Und danach da haben wir eh schon wieder Kohle. Cupboard, bam, 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 bam. Gold brauche ich jetzt nicht. Gut. Da, da, da. Gut, eine. Pistol, Iron, Hammer. Was fällt denn jetzt schon wieder? Block, Kabel. Habe ich jetzt das? Wo habe ich jetzt das Holz wieder hingeschmissen? Ich Idiot. Da, 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 da und einmal und das war's eigentlich. Einer, ein Lava, Block of Iron, Hammer, Furnace, Hammer, Balance, Rotate, Balance, keine Ahnung. Okay. Okay. Lava. Gold haben wir nur noch eins. Das bedeutet hier Gold, 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 16. Noch nicht fertig, aber dann wird wahrscheinlich da. Wow, das ging ja schnell. Hatte ich hier nicht noch ein Gold gesehen? In dem Fall nicht. Und hier sowieso nicht. Komm schon. Da haben wir auch keins nach. Mein Gott, wir müssten dann irgendwann mit den ganzen Magical Crops beginnen. Ich hoffe, das geht hier. Das ganze Automatisierungszeugs ist hier auch dabei. Bekommt man hier Eisen ohne Ende raus. Aber wirklich ohne Ende. Das ist ja sowas von verrückt. Kann es sein, dass ich die extra gemacht habe wegen dem ganzen. Das kann natürlich sein, wegen den ganzen Bird-Dinger, damit ich Redstone bekomme, weil da ja überall Redstone drinnen ist. Drinnen ist. Gut, jetzt müssten wir genug Lava, Lava, Lava. Mr. Lava, Lava. Und ein End. Nether, Pink, TNT, Potion, da. Für was eigentlich? Für was? Enderperle habe ich da mal eine. Ich brauche in dem Fall, wie viel? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Jetzt da bin ich gerade gespannt, wie bekommt man die? Ender Pearl Dust, Drops, Dungeon und Crafting. Und natürlich da und da und da. Habe ich einen Enderman? Puh. Oder habe ich irgendwelche Kisten gefunden? Gut, dann werde ich mal sagen, alles, was wir für irgendwelche Quests brauchen, tun wir da rein. Dieses Mal ist Questing-Zeit, nur dass ihr es wisst. Watering Can. Wo haben wir denn die Can? Ups. Ah, da. Watering Can. Wie bekommt man denn die? So bekommt man die. Peaceful Mode only. Exterior Chill. Bone. Ach so, okay. Duck, duck.
So. Watering, Watering. Ah, da ist jetzt hin. So, nein, ich brauche noch zuerst das hier. Dann habe ich drei, die ich nie mehr brauchen werde wahrscheinlich. Und ich habe eine. Tada! Und 100%. So, die komischen Cubes tue ich da mal rein. Das tue ich da rein und das leeren wir. Eigentlich wäre es cool, wenn das darüber leeren würde und nicht in meinen komischen Inventar, weil mein Inventar selber schon sowas von voll ist. Werkzeug raus, das raus, das raus, das raus. Dann, dann haben wir wenigstens mal ein bisschen, ja. Finden wir wenigstens gewisse Sachen schneller. Was haben wir als nächstes noch? Das ist das. Das lassen wir mal. Sound Muffler. Rain. Okay. Nein. Blutmond. Wie habe ich das jetzt gemacht? Geh weg, so. Blutmond. 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 Aber ganz ehrlich gesagt, am meisten Schiss habe ich einfach immer, dass es hier drinnen spawnen kann. Geht jetzt danach nicht die Tür automatisch auf, glaube ich noch zu wissen. Ich habe keine Ahnung mehr. Deswegen gibt es vorsichtshalber mal da was davor. Oh, da draußen geht's los. Nee, die Türen gehen nicht mehr automatisch auf. Ich dachte mir, letztes Mal gingen die Türen automatisch auf. Das Schlimmste. Ach, da liebe Zeit, da geht's ab. Aber schön schaut's aus. Richtig schön. Mensch, wenn man hier mal ein bisschen mehr OP ist als ich, dann hat man da ja ein Schlachterfest. Ich dachte wirklich, die Türen gehen automatisch auf, aber in dem Fall könnte vielleicht sein, dass so eine komische Redstone-Platte. Ich glaube, alles, was ausgeleuchtet ist, ist kein Problem. Aber hier drinnen ist nichts los. Nein, hier drinnen ist nichts los. Block of Coal. Es ist nur oben ganz viel los. Und wenn ich mich recht erinnere, schaut das genial aus. Kann ich nicht schlafen? Was ist eigentlich? Wow. Also ich habe eben keine Lust zu sterben, deswegen gehe ich auch nicht raus. Aber es werden nur Vanilla Mobs gespawnt. Davon aber reichlich. Ach, das schaut so geil aus. Gut, wo bin ich stehen geblieben? Sicher ist sicher, ich habe mich hier verbarrikadiert, weil ich Angst habe, dass die Türen offen aufgingen. Aber in dem Fall wahrscheinlich habe ich es schon irgendwie geschafft, dass das trotzdem funktioniert. Sound, den Soundmuffer. Für was soll ich den eigentlich? Okay, Wolle. Noteblock. Ups, Moment, Maus. So.
Wolle, Wolle, Wolle. Und okay, der Noteblock, der ist noch relativ einfach. Aber Wolle habe ich definitiv nicht ausreichend. So, QED, Ender Query, Ender Termic und Minions. Was auch immer das schon wieder ist. Ich wäre eigentlich jetzt da sehr verwundert, wenn ich das schon craften könnte, eben. Naja. Enderperle. Gibt es eigentlich da eine Enderlilie? Nein. Enderaministor. Was kann man aus dem machen? Gute Frage. Monster Spawner. Okay, brauchen wir nicht. Okay, End Transmission. Tada. Und der Rest ist fast klar. Ah, doch. Enderman Essence. Ja, genau, da kommen danach die ganzen schönen Essenzen. Und aus denen danach die Kohle. Die Dye, die Fire, die Water. Ach, das wird noch eine Kraft. Noch eine Kraft. Wow. Wow. Doch, schaut einfach sowas von genial aus. Wow. Ich habe ein paar Spinnen auf dem Dach. Aber wieso da unten in der Höhle nichts spawnen? Okay, vielleicht. Nein, ich bin nicht zu nahe. Wenn der Blutmond da ist, dann sollten die eigentlich spawnen, ohne dass irgendwie was. Und wenn ich mich. Solche Dinge nicht. Und wir haben noch nichts hergebracht in dieser Folge außer eine Quest und dass wir jetzt den Blutmond. Ja, für die alle, die was Action wollen, solange ich noch kein. Solange ich noch keine vernünftige Ausrüstung habe, mache ich hier nichts. Definitiv. Nicht. Nichts. Master Stuff. Minions. Ein Master Stuff. Master Stuff. Master Stuff. Da haben wir. Keine Ahnung. Gut. Muss man sich danach. Das ist auch klar. Danach die ganzen Generatoren hochpushen. Für was auch immer. Das ganze Magical Crops, ja, das Weekend Fusion, ja, da fängt das Zeugs an, ist auch klar, bla bla bla. Bäh. Decoration. Aha. Make some garden soil. Für was dann? Für was brauche ich die ganzen Dinge? Weil ich habe doch eh Angel Block. Da, Trash Can. Habe ich ja schon eine. Achso, Fluids, okay. Ja, okay. Glowstone, Glowstone. Deco Bench. Okay, das. Was? Nee, oder? Gut, schauen wir mal. Das interessiert ich mir jetzt. Ofen. Wie heißt denn der Mod, der das Ganze. Ofen. Was ist das bitte? Kann man mal jemand sagen, was das ist? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo Enderman. Was ist das jetzt bitte? Was mache ich mit dem? Also. Ach so. Ach so.
Wie funktioniert das jetzt? Cobblestone? Braucht der irgendwie, braucht der Strom oder sonst was? Oder ein bisschen Kohle? Kohle bringt da gar nichts. Keine Ahnung. Schaut geil aus. Das schaut wirklich geil aus. Was will er denn alles nochmal? Ofen, Overhead, TV, Toilet, Shower, das ist der MR Cryfish, Mr. Nein, at MR, da. Einmal den, da brauchen wir wahrscheinlich Wolle, haben wir nicht. Einmal Computer. Einmal Toilette. Quarzblock haben wir noch nicht. Einmal Shower. Stone Iron. Showerhead. Einmal. Wir können ein ganzes Bad einrichten. Der TV, der mich. Ja, den geht. Der muss. Nein. Nein, TV. Jungle, Spruce. Ach so, das habe ich alles verkraftet, oder? Ach, dass jetzt eine Hexe da draußen stehen muss, das ist natürlich typisch, oder? Da kann ich nicht rausgehen. Wow. Und natürlich hunderte von Creepy Creepern. Und irgendwie habe ich so. Oh nee, jetzt ist da noch so ein komisches Teil. Irgendwie kommt mir vor, die sind immer noch wütend auf mich. Irgendwie kommt mir das vor. Das ist sicher irgendwie herunten gespawnt. Ja. Genau, da unten. Und es gibt irgendwelche von den komischen, von dem komischen Mod, gibt es irgendwelche, die können Kettensägen. Mike Myers, oder? Ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus. Aber wäre noch cool, eine Kettensäge danach zu haben. Da schauen wir doch gleich mal rein. Wie schaut denn das bis jetzt aus? Okay, noch ist nicht viel. Vor allem die ganzen Essenzen. Da muss ich mir was Besseres überlegen. Das ist, eigentlich sollte man eine riesengroße bauen, die danach abwärts geht. Brennt der jetzt gleich? Oder ist der für Feuer nicht so. Das ist. Hallo, Herr Creeper. Oh, hallo Spinne. Sind. Gut, rauf. TV. Mal schauen, ob die da vielleicht. Ach, der steht noch da drüben. Ich weiß nicht. Die komischen Horror-Dinger, die finde ich irgendwie ein bisschen übertrieben. Und da haben wir den Creeper. Und da haben wir keinen. So, probieren wir es mal. So, ich würde mal sagen, wir versuchen hier ein bisschen so viel von den Dingen zu bekommen, wie wir nur können. Das da noch herumliegt und noch nicht despawned ist. Moment mal, hier habe ich ja Blöcke. Hier hätte ich.
Quarzblöcke, aber ich traue mich hier einfach nichts zu machen. Stellt euch vor, hier kommt ein Widder durch die komischen Dinge da, durch die komischen Cubes, dann kann ich gleich wieder von neu beginnen. Weil dann ist es, glaube ich, besser, die Welt zu löschen und neu anzufangen. So, eigentlich sind hier so viele Schafe und ich habe keine Wolle. Kann man mal jemand sagen, wieso? Ich habe sogar rote Wolle und weiße Wolle. Und vielleicht habe ich das sogar schon mal gebraucht, nur ich habe sie unten in den anderen drin. So, Schaf. Und dann nochmal ein Schaf. Ich brauche was zu essen, sonst verhungere ich. Mal ein gutes Curry. Und schon wieder voll. Und irgendwie sind die Schafe, haben ganz schnell wieder eine Wolle. Einfach zu schnell eine Wolle. Und da schauen wir, dass man das Bäumchen schnell umpflügen. Damit ich Holzstämme habe. Und wieder hunderte von Sticks mit hunderten von Nestern. Das eins eh schon wieder. Ach du liebe Güte. Kann das sein? Musste man da. Nein. Dachte sogar, dass wirklich mit Sneaken und Abbauen, dass der ganze Baum dann fällt. Aber in dem Fall ist das nicht so. Kaputt, 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 kaputt. So, Spinnchen. Oh, Trophy. Spider. Die bekommt man aber verdammt schnell. Haben wir nochmal ein bisschen Eisen? Redstone Tin habe ich bis jetzt noch nie gebraucht. Flint Axe Broken. Irgendwie habe ich das. Ja. Das können wir brauchen. Ein Emerald, Diamonds, Iron Ore, Bone Meal, Gold Nugget und hier hätte ich sogar auch noch Gold. Es gibt ja irgendwelche Dinge, wo man die dann abbauen kann, aber ich weiß eben nicht, ob das mit den Sphären auch funktioniert oder nicht. Da bin ich ein bisschen überfragt. Iron und Gold war da. So, dann das mal da rein, da rein. Nee, den tun wir hier rein. Puh, too many, too many, too many. Das, die Trophy von mir ist auch mal, das auch noch da rein. Also das wird wirklich, wirklich, wirklich cool werden. Enderperldust, Dorns, Coalbrett. Gut, rein mit euch, rein mit dir. Oh mein Gott. Von dem habe ich jetzt schon Schiss. Und eine Enderperle mehr. Juhu. Was sind das eigentlich? Rubber auch noch. Wo sind wir stehen geblieben? Genau, der Fernseher. Der Fernseher. Mich interessiert jetzt der Fernseher. Eine Glasscheibe. Der Fernseher, der Fernseher. Jetzt müsste ich eigentlich alles haben für den Fernseher. Herkules. Oh nein, bitte nicht. Ah ja, gut. Wir können dann früher oder später mal unser Wohnzimmer einrichten. Ich würde sagen, da oben machen wir dann ein gemütliches Wohnzimmer, und irgendwo machen wir ein Bad, Ofen und eine Küche.
Und eine Küche. Goldene Wolle. Wo ist jetzt die rot? Nein, das ist ja. Achso, das ist braun. Meine Güte, ich habe eine Farbenblindheit. Da haben wir Flippers. Also unter Wasser komme ich, glaube ich, gut voran dann. Roter Farbstoff. Was macht Rot? Das sind zum Beispiel rote Blümchen. Wie zum Beispiel die Rosen von Pam. Inksack. Black Candle. Was? Also Black Rose? Hä? Da ist da doch. Achso, Black Rose. Ach, du liebe Güte. Ich bin ja ein Hirni. Ach, da kommen doch wieder. Achso, ja, genau. Wo sind denn die ganzen Vogelnester? Ich glaube, es gab's nur eins. So, laufen wir schon darüber. Wie spät, wie lang. Wie lange nehmen die denn schon auf? Fast 30 Minuten. Ja, das wird langsam Zeit. Wild Sand. Wird nachher langsam Zeit zum. Wo ist da? Da ist der Controller. Molten Iron. Ach du liebe Güte, da ist ja relativ viel drin. Ja, komm, wir suchen jetzt gar nicht mehr lang. Wir gehen da rein, weil da können wir auch pennen, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Da haben wir auch noch eine Chest, die voll. Zivicum-Block? Das ist doch das, was ich denke, oder? Das ist doch die letzte, oder? Das ist doch die. Ist es nicht die letzte? Master Infusion. Civica Was? Wie ging das nochmal? Ich weiß nicht mehr, wie das Ganze gegangen ist. Mit der Essenz mache ich was? Blöcke. Extreme Imperial Master Infusion. Ach nee, ich weiß es auch nicht. Gut, dann lege ich mich jetzt hin und ich sage, bis zur nächsten Folge. Hab's noch fein. Bis dann. Tschüss, ciao, ciao und bye bye.